Ja, guten Abend. Das ist Donnerstag, 11. Februar 2016. Heute mit Jenny Wolf eine Serie. Und immer von 9 Sendungen. Heute ist ein Thema, der interessant ist. Mal gucken. Blockaden und Programmierungen. Hallo Jenny, wir grüßen dich. Hi Jeet, ich grüße euch auch. Ja, wie du schon gesagt hast, würde ich heute gern das Thema Programmierung und Blockaden durchgehen. Natürlich wieder auch auf die Reinkarnation bezogen, auch auf Besetzung und natürlich auch auf unser jetziges Leben und natürlich auch auf unser zukünftiges Leben. Ja, was sind eigentlich Blockaden und Programmierung? Fangen wir eigentlich mal so die Frage an. Programmierung und Blockaden können uns so dermaßen behindern in unserem Leben. Also wir hatten ja vorhin schon die Sendung gehabt mit der Politik, und genauso ist es natürlich auch im alltäglichen Leben in vielen anderen Lebenslagen. Und Programmierung und Blockaden, es ist ja nun leider so, dass wir oft auch gar nicht feststellen können oder feststellen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, dass wir uns programmiert oder blockiert haben. Und nun würde ich gerne erstmal, was Programmierung und Blockaden angeht, das natürlich erstmal auf die vergangenen Leben beziehen und gerne mit einem Fallbeispiel anfangen. Und zwar, wir benutzen ja oft immer so endgültige Worte wie zum Beispiel nie wieder. Und diese Worte können uns sehr, sehr gefährlich werden, ob es nun in dem vergangenen Leben ist, Gießen, oder wie gesagt im zukünftigen. Und ein gutes Beispiel ist da immer, sagen wir mal, eine Mutter verliert ihr Kind. Und dieser Schmerz ist so groß, dass die Mutter sich wünscht oder sagt, oder es vielleicht sogar öfters ausspricht, nur einmal ausspricht. Es kommt natürlich auch immer auf die Emotionen darauf an, die der Mensch in diesem Moment hat. Oder die Seele, besser gesagt. Und wenn eine Mutter nun sagt, ich möchte nie wieder diesen Schmerz erleben, kann es nun möglich sein, dass diese Seele, wenn sie wieder als Frau wiedergeboren wird, unfruchtbar wird, also keine Kinder gebären kann. Und da sehen wir, wie schwer diese Programmierungen sich eigentlich auf unser jetziges Leben auswirken. Was natürlich das Schöne an solchen Programmierungen und Blockaden ist, wir können die aufheben. Wenn wir uns dessen bewusst werden, ob das nun durch eine Rückführungstherapie ist oder durch viele andere Techniken, der wir uns in der Spiritualität bedienen, ist das möglich, diese aufzulösen. Auch natürlich in diesem Leben Blockaden, die wir uns schon gesetzt haben. Und es ist natürlich immer sehr, sehr krass. Es hat halt oft was mit Emotionen zu tun, wie wir das gerade eben schon hatten. Schmerz, also in der Liebe, in Beziehungen, in der Familie. Je nachdem, wo uns vielleicht was Schlimmes passiert oder es hat vielleicht sogar etwas mit Hass zu tun, programmieren wir uns und sagen, wir wollen das nicht mehr, wir wollen das nie wieder, oder ich will nie wieder, was fällt mir auch nicht, ich möchte nie wieder arm sein. Dann kann es natürlich auch sein, dass wir ein Mensch werden, der geizig wird in diesem Leben, weil er unbedingt sein ganzes Geld zusammenhalten möchte. Was natürlich auch noch ein Thema ist, was ich vorhin schon gerade angesprochen hatte, sind natürlich auch Besetzungen. Besetzungen können uns auch blockieren. Sie suchen sich natürlich genau diese Schwachpunkte aus, die in uns abgespeichert sind. Ob das nun Ängste sind oder wie gesagt dieser Schmerz, Beziehungsschmerz vor allem. Da setzen sich Besetzungen oder Fremdenergien gerne ran und blockieren das natürlich dann auch noch gerne zusätzlich. So, wie gehen wir nun gegen diese Programmierung oder Blockaden an? Ich hatte ja gerade schon gesagt, wir müssen erstmal herausfinden, woher kommt diese Programmierung. Was natürlich für mich immer sehr gut herauszufinden ist mit einer Rückführungstherapie. Wir fragen dann wirklich gezielt, warum finde ich in diesem Leben keinen Mann? Vielleicht hat derjenige seinen Mann verloren oder die Frau ihren Mann verloren und hat sich geschworen, dass sie das nie wieder erleben möchte, jemanden verlieren, dass eine Beziehung kaputt geht. Wir hatten Geld, das ist auf alles Mögliche mitzubeziehen. Man kann natürlich auch, es kann auf Allergien auch bezogen sein. Zum Beispiel, dass wir
ein Haustier hatten, was uns Schaden zugefügt hat und wir gesagt haben, nein, das möchte ich nie wieder. Also wir kommen halt immer wieder auch zu dem nie wieder, zu diesen endgültigen Worten und die können sich nicht nur über auf das zukünftige Leben auch auswirken, sondern die können sich sogar auf mehrere Leben auswirken. Wenn wir diese Programmierung und Blockaden nicht auflösen, kann das schwere Folgen für uns haben. Und ich finde es halt auch wichtig, dass wir uns dessen bewusst werden, wie wir unsere Worte wählen in diesem Leben. Wie wir bestimmte Sachen formulieren. Da Worte natürlich auch eine bestimmte Kraft haben. Und wir können auch in diesem Leben schon erkennen, programmiere ich mich, sage ich dieses Ich will nie wieder oder hatte ich eine Situation, die so schmerzhaft war, wo ich sage, bis hierhin und nicht weiter. Dann müssen wir dennoch offen und freudig dem wieder entgegengehen und versuchen uns diese Blockade, also in uns diese Blockade selbst wieder aufzulösen. Durch positive Affirmationen zum Beispiel, durch diese Erkenntnis. Und dann ist das auch leicht, in diesem Leben wieder zu lösen. Denn wir alle, wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, hatten natürlich gewisse Lebenssituationen, wo wir uns blockiert haben oder programmiert. Blockiert zum Beispiel sehr oft immer, gerne ein Beispiel, in Beziehungen. Wenn wir verletzt wurden, dann blockieren wir uns für die nächste Beziehung. Wir schleppen das von einer Beziehung mit in die nächste, blockieren vielleicht noch den Partner oder den danach kommenden Partner. Und merken es vielleicht erst, wenn es zu spät ist oder wir merken es nie. Und da muss man wirklich ehrlich zu sich selbst sein. Man kann für sich in diesem Leben einfach Stück für Stück mal zurückgehen in seinem Leben und schauen, wo hatte ich so eine Situation, wie gehe ich damit um und wie gehe ich in meinem heutigen Leben mit anderen Menschen damit um. Tragen die sozusagen Schaden für meine Programmierung oder Blockade? Und dann können wir das wunderbar erkennen und natürlich anders handeln. Und sobald wir auch anders handeln, sobald wir diese Sache aus einer anderen Perspektive betrachten, kann sich so eine Programmierung auch wieder auflösen. Und das hat natürlich auch positive Auswirkungen auf unser zukünftiges Leben. Ich finde es halt immer sehr, sehr krass, in welchen Situationen oder in welchen Themengebieten diese Programmierung und Blockaden immer wieder auftauchen. Das können psychomotorische Störungen auch sein, wie Stottern, an dem man früher vielleicht in einem vergangenen Leben in Anführungszeichen ein Verräter war, jemanden verraten hat und gesagt hat, ich möchte das nie wieder machen, jemanden verraten, dass man vielleicht eine Sprachstörung bekommt. Da sieht man erstmal, es wirkt sich so krass in so vielen Lebenslagen aus. Und oft haben wir auch bei der Rückführungstherapie, oft sind es auch wirklich diese Programmierungen, die dem zugrunde liegen. Krankheiten, Allergien, Schuldgefühle, auch Eigenheiten wie Abneigung jeglicher Art oder auffälliges oder abnormes Verhalten, Vorurteile, das, was wir vor uns hatten, gegen Rassen, Völker, Nationen, Geschlechter und all das, hat oft mit Programmierung oder meistens mit Programmierung zu tun. Denn wir nehmen ja immer einen Teil unserer vergangenen Leben mit, seien es die Erfahrungen, schlecht wie negativ. Und so trägt sich das so Stück für Stück in die anderen Leben mit. Hast du vielleicht noch eine Frage dazu? Ja, das große Thema. Natürlich, ich hatte in München vor 10, 15 Jahren eine Gruppe, die haben ständig Blockaden geheilt und aufgelöst. Ne? Und das große Thema, die große Frage ist, ich hatte die Möglichkeit, einen Schritt zu machen, etwas zu lernen, und dann blockiere ich das. Ne? Ja. Kann das geheilt und geklärt werden, weil der Kunde, der Klient möchte normalerweise, dass die Blockade weg ist. Ne? Und was unsere Forschung, was Sabine immer gesagt hat, Blockaden sind Blockladungen, die nicht gelebt werden. Und dass es dann einen Preis gibt, dass die Blockaden nur aufgelöst werden können, wenn das gelebt wird, was damals blockiert worden ist. Also eine Erfahrung ist blockiert worden. Ja. Und deswegen den Hinweis auf diese Mitverantwortung, dass die Blockade sich nur auflösen kann, wenn der Klient diese Blockladung, diese unterdrückte Schöpferkraft aktiviert. Wie gehst du damit um? Wie gehe ich damit um? Also mittlerweile erkenne ich solche Blockaden auch und ich spreche meine Klienten sehr offen darauf an, auf eine sanfte Art und Weise, aber ich spreche sie darauf an. Denn meistens wollen die Menschen sich ja auch von ihren Blockaden lösen. Wenn ein Klient zu mir kommt,
dann hat er ja schon so bestimmte Grundsätze oder Hintergedanken, warum er zu mir kommt und sagt, ich habe dort und dort das Problem, schildert mir seine Lebenslage. Und dann sehe ich meistens diese Programmierung und Blockaden schon heraus. Und diese gehe ich dann auch gerne als erstes an. Denn oft können uns diese, wie du das gesagt hast, in Seminaren, sei es bei Meditation, sei es auch bei Astrologen vielleicht, diese Blockaden können uns wirklich daran hindern, in einen höheren Zustand zu kommen. Und ich sage, dass das ganz einfach zu lösen ist. Ich würde sogar sagen, wenn der Mensch bereit ist dazu, und darauf kommt es immer an, wenn der Mensch bereit ist dazu, ist deine Programmierung und deine Blockade sehr, sehr leicht zu lösen. Ich würde sogar fast sagen, dass Blockaden wirklich öfters, oder es kam schon oft vor, wirklich mit einer Rückführungstherapie erledigt waren. Mhm. Da das halt wirklich so simple Sachen meistens sind. Es kommt halt auch immer noch drauf an, wie stark ist diese Blockade. Es kann natürlich auch sein, dass ich nicht nur in einem Leben diese Blockade gesetzt habe, sondern aus dieser Blockade-Programmierung nicht herausgekommen bin, so wie du das jetzt sagst, und führe die Blockade immer weiterhin fort, verstärke das noch. Mhm. Und dann haben wir natürlich irgendwann ein Batzen von diesen Blockladungen. Mhm. Und dann wird es natürlich auch schwieriger, diese wieder abzustapeln. Ich finde es sehr schade, oder ich habe es auch an mir erkannt, wie vielen und wie oft wir uns eigentlich blockieren und programmieren, wie zurückhaltend wir mittlerweile geworden sind durch unsere Ängste, Befürchtungen. Und es wird halt wirklich Zeit, wenn wir uns von diesen Blockaden und Programmierungen lösen, dann verschwinden auch auf einmal viele unserer Krankheiten, viele unserer schlechten Gefühle, weil wir einfach offener sind. Das sind ja auch diese Vorurteile, die durch Programmierungen kommen. Diese Gefühle, Vorurteile, Abneigungen, die wir einfach in uns tragen und manchmal auch nicht wissen, warum. Warum haben wir diese Vorurteile? Warum haben wir gewisse Ängste? Und es ist halt so, dass wir Menschen oder wir Seelen, programmieren uns oft vom Tod. Und wenn wir uns kurz vorm Tod programmieren, ist diese Programmierung meistens sehr, sehr stark. Weil es natürlich eine hohe Energie hat. Das ist eine andere Energie nochmal, als wir das jetzt haben. Es spielen sich natürlich, wie ich schon sagte, immer auch Emotionen mit herein. Wie stark war diese Emotion? Wie stark war dieser Schmerz, als ich mir diese Programmierung gesetzt habe? Haben andere Menschen noch damit zu tun? Dann kann das natürlich auch sein, dass es wieder eine Gruppenprogrammierung wird, sozusagen. Eine Gruppenprogrammierung. Und wenn das vom Tod geschieht, ist das halt auch wirklich oft so, dass wir, da kommt das dann ins Spiel, wo wir als Kinder manchmal schon Abneigung haben, uns mit bestimmten Sachen nicht auseinander, keine Liebe zulassen können zum Beispiel. Dieses keine Liebe zulassen ist, finde ich, ein großes Thema, was das angeht mit den Programmierungen und Blockaden. Weil in der heutigen Zeit, was wir vor uns hatten, wir kommunizieren nicht mehr in Beziehungen und das setzt natürlich unheimlich viele Blockaden. Und wenn dann Menschen, die beidseitig Blockaden haben sozusagen, also beide Partner haben Programmierungen und Blockaden unterschiedlicher Natur, dann wird es natürlich, so wie ich immer sage, richtig spaßig. Denn der eine ist in seiner Programmierung und Blockade gefangen und der andere in seiner. Somit stößt sich das ja auch, man kann gar nichts dagegen machen, außer dass es sich stößt. Der andere versteht die Ängste und Programmierung des anderen vielleicht nicht und umgedreht genauso. Deswegen ist es wichtig, nicht erstmal auf die Programmierung und Blockaden der anderen zu schauen, sondern erstmal auf uns selbst, auf mich selbst zu schauen. Wo in meinem Leben habe ich diese Blockaden? Und wenn wir wirklich ehrlich zu uns selbst sind und intuitiv in uns hineinhören, dann bekommen wir auch eine Antwort darauf. Und wenn wir uns wirklich davon lösen möchten, ich meine, manche Menschen leben ja gerne mit dieser Blockade und Programmierung, weil diese Blockaden natürlich auch manchmal Nutzen haben. Wir können vielleicht nicht verletzt werden, weil wir gar nicht mehr so offen den Menschen gegenüber sind. Und da ist es halt wirklich wichtig, erkennen wir selbst diese Programmierung und Blockaden. Dann sieht unser Partner oder der Gegenüber, wir lösen uns von irgendwas, wir sind bereit dazu, wir sind mutig im Gegensatz zu den anderen Menschen. Und dann passiert das bei den meisten Menschen von ganz alleine, dass der Partner, Freund, Familie auch Interesse dafür entwickelt und sieht, oh, schau mal, derjenige, der verändert sich ja was an dem. Warum ist das so? Und dann weckt es das Interesse der Menschen ganz allein. Und somit ist das wie ein Bumerang-Effekt. Jeder fängt an, sich mit sich selbst zu beschäftigen.
sich von seinen Programmierungen zu lösen. Wie gesagt, einige Programmierungen und Blockaden, die wir uns in diesem Leben gesetzt haben, können wir auch in diesem Leben ganz einfach für uns selbst wieder auflösen. In früheren, vergangene Sachen, die wir mit in dieses Leben bringen, sind eher schwieriger. Da muss man erstmal natürlich auch auf den Grund gehen, wo ist diese Blockade denn wirklich entstanden? Im Vergangenen, vielleicht ist es ja schon 10 Leben her, dass diese Blockade entstanden ist. Und dann ist es natürlich ein bisschen schwieriger zu lösen. Aber wenn man all diese Leben aufdeckt, wo diese Blockade und Programmierung aufgetaucht ist, wird man auch feststellen, dass es nicht nur eine ist, sondern dass mehrere Sachen, die uns in unserem Leben beeinflussen, damit zusammenhängen. Und das ist dann das Wunderbare. Das ist auch das Wunderbare an den Klienten zu sehen. Ich löse mich von einer Programmierung und schmeiße praktisch einen ganzen Rucksack schon ab. Und deswegen sage ich den Menschen auch immer, seid mutig, beschäftigt euch damit, beschäftigt euch mit euren Allergien, mit euren Ängsten, mit euren Krankheiten, mit euren emotionalen Ballast auch. Erst dann, wenn wir wirklich ehrlich zu uns selber sind, können wir diese Sache angehen. Erst dann, wenn ein Klient selbst zu sich ehrlich ist, kommt dieser Klient auch zu mir oder zu anderen Therapeuten, Leitern, im Allgemeinen Referenten. Und vorher aus Neugier heraus, man kann nicht einfach rumtüfteln. Ich hatte auch schon Klienten, wo man wirklich, die noch nicht bereit waren dazu, die gerne wollten, aber einfach noch nicht bereit waren dazu. Man sollte sich dessen schon wirklich bewusst sein und sich darauf einlassen wollen. Denn es ist klar, wenn wir uns mit uns selbst beschäftigen, gehen wir nicht auf eine Geburtstagsparty und haben nur Spaß, sondern es ist Leid damit verbunden, es ist Schmerz damit verbunden. Aber nur dort, wo Schmerz ist, kann auch Glück entstehen. Nur dort, wo Schmerz ist, wo Leid war, können wir das Gute auch erkennen in dem Ganzen und das Gute auch vor allem schätzen. Aber wenn wir immer im Angst leben, in unseren Blockaden, in unseren Programmierungen, hält uns das vom Leben eigentlich nur ab. Es hält uns ab, die Freude zu empfinden. Wir hatten das vor uns in der Politik. Es hält uns ab, offen zu sein, nicht mehr zu urteilen. Und ich finde, wir sollten mehr dahin kommen, wieder offener zu sein, offener zu uns selbst als allererstes, nicht von den anderen Menschen zu verlangen, seid offener. Wie kann ich denn von anderen Menschen verlangen, dass er sich von seinen Ängsten, Programmierung, Blockaden löst, wenn ich das selbst noch nicht mal kann? Das ist halt immer so der interessante Punkt. Möchtest du noch was sagen? Ja, das bleibt noch die Frage, also die zentrale Frage, weil sonst würden das alle machen. Ich denke, die Leute sagen, ja, gut, aber wenn ich komme zu dir, natürlich ist, weil ich das möchte, aber ich habe die Absicht, dass du es mir wegmachst. Mhm. Und hier ist irgendwie auf Informationsebene die Botschaft für mich noch nicht ganz klar. Ne? Weil wenn du die Arbeit gemacht hast, dann kommt die Person und sagt, ach, die Blockade ist nicht weg, du hast es nicht weggemacht oder so. Also diese Erwartung, dass du es wegmachst, und dass das einen Preis hat, da fehlt noch, weil sonst, glaube ich, würden viele Leute kommen, ne? Da fehlt noch ein bisschen eine klare Aussage. Ne? Also ich bin nicht die Blockade wegmacht. Ich bin die den Menschen dabei hilft, diese Blockade und Programmierung zu erkennen. Aha. Der Wille muss natürlich da sein, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Aber ich im Allgemeinen in der Rückführungstherapie, auch bei der Clearingsarbeit, bin ich nur ein Unterstützer. Ich möchte den Menschen, ich möchte die Menschen fördern. Eigentlich ist das der Mensch selbst, der Klient selbst, der sich davon befreit. Und ich bin sozusagen der das Buch aufmacht, aber der Klient ist der das Buch liest. Und deswegen, mich kann man gar nicht in die Verantwortung ziehen. Na klar, sind die Menschen dankbar, aber die Menschen wissen einfach nicht, wie sie daran gehen, diese Blockade zu lösen. Und da komme ich dann ins Spiel, um die Menschen dabei zu unterstützen. So, das heißt, der Erfolg hängt von der Bereitschaft zur Transformation des Klienten. Das wollte ich einfach, weil viele, ich denke sowieso 99% kriege ich mit, oder 90% der Leute denken, die kommen zu dir und du machst das dann weg. Also das ist meine Erfahrung. Ne? Und dass das klar ist, dass es nicht missverstanden wird, was du jetzt sagst. Ich muss ja dazu sagen, wir sind ja nun mal keine Zauberer, nicht wahr? Wir sind Menschen, wir haben alle ähnliches Potenzial oder alle haben wir Potenzial. Und klar, das, was ich auch die ganze Zeit meinte, wie du hast es gerade schön formuliert, das ist die Bereitschaft.
Sobald der Mensch die Bereitschaft hat, kann ich dem Menschen natürlich auch helfen und ihn dabei unterstützen bei seinen Wünschen, Vorstellungen, ja, und ihn dabei und ihm dabei tatkräftig zur Seite stehen. Aber im Endeffekt, deswegen heißt es ja auch Rückführungsleiter. Ich leite den Menschen durch die Rückführung oder die Menschen durch die Rückführung hindurch. Und klar, es ist diese Erwartung, aber diese Erwartung haben wir in vielen Bereichen, was die Spiritualität angeht, dass man sagt, hier, bitte mach das weg für mich. Aber da, wenn der Mensch mit so einer Einstellung zu mir kommt, weiß ich zum Beispiel, dass die Bereitschaft fehlt. Denn dann gehen wir ja wieder ins Außen. Jemand anderes soll es für mich erledigen und mir das abnehmen. Aber wie kann denn ich jemandem etwas abnehmen, was er sich selbst gesetzt hat? Das kann nur der Mensch selbst. Ja, ja. Eben, weil es ist so, wenn ich in einer Situation war, wo ich meine Liebe unterdrückt habe und da habe ich mich blockiert und gesagt, nie wieder, durch deine Arbeit kommt die Person in die gleiche Situation und das heißt, es ist eine neue Entscheidung notwendig, Aufarbeitung und dass du einfach begleitest, in diese schwierige Situation doch offen zu bleiben und doch durch die Transformation zu gehen. Ne? Also wir gehen ja, wir zeigen dem Klienten ja nicht nur das Schlechte in solchen Momenten, sondern wir zeigen ihm auch die gute Zeit, die guten Momente, genau, die sie hatten, um halt wirklich zu erkennen, wo diese Programmierung gesetzt wurde. Und wenn wir das Schöne auch sehen und erkennen, wie schön das eigentlich war, bevor wir diese Programmierung und Blockade hatten, dann erkennen wir, dass es eigentlich gar nicht wert ist, wegen einem Erlebnis, was wir in unseren Hunderten oder Tausenden Erdenerlebnissen hatten, sollen unsere ganzen anderen Leben beeinflussen, uns keine Liebe mehr spüren lassen, das nicht mehr zulassen. Und das ist meiner Meinung nach falsch. Und deswegen führen wir den Klienten nicht nur durch Schlechte, sondern durch Schöne. Natürlich, wir führen den Klienten nicht zurück und sagen, guck, jetzt bist du in dem schlechten Erlebnis, schau es dir an, sondern wir geleiten langsam dorthin. Schauen uns erst die schönen Momente an, schauen uns an, wie kam es dazu? Was hast du gefühlt dabei? Weshalb hast du diese Programmierung gesetzt? Ist diese Programmierung denn jetzt, in diesem Moment, in diesem Leben überhaupt noch notwendig? Denn vielleicht habe ich ja in diesem Leben meine Liebe gefunden, frag mich aber immer, warum ich das nicht richtig zulassen kann. Und dann ist es ein wunderbarer Moment, wenn man erkennt, in einem vergangenen Leben wurde das gesetzt und ich konnte es aber schon mal genießen. Ich möchte es unbedingt für dieses Leben, für diesen Moment wieder haben. Dann fällt es den Klienten meist dann auch ganz schwer, sich davon zu lösen. Und dann natürlich, es gibt eine negative Programmierung, aber es gibt doch die Möglichkeit, sich neu zu programmieren. Ja. Das heißt, programmieren ist nicht Negatives, sondern wir haben die Möglichkeit, so, jetzt schreibe ich neu programmiere mich für diese neue Sache. Ne? Genau das findet auch am Ende der Rückführungstherapie, findet auch genau das statt. Genau. Wir kommen erst zu der Erkenntnis, wir stellen diese ganzen Synchronizitäten fest und am Ende, bevor die Rückführung, bevor der Klient wieder in dieses Leben zurückgeführt wird, ins Hier und Jetzt, werden wir auch eine Positivprogrammierung setzen, eine Positivaffirmation, indem wir sagen, zum Beispiel, der Klient konnte vorher keine Liebe zulassen. Dann frage ich den Klienten und jetzt schrei es heraus, was kannst du jetzt? Was kannst du jetzt wieder? Ich kann lieben, ich kann glücklich sein, ich kann den Moment genießen, ich kann mich vielleicht auch um Sex hingeben, ohne mich dabei unwohl zu fühlen. Und das lasse ich den Klienten öfters, immer dreimal, immer mehrfach gesagt, bis der Klient wieder zurückkommt. Oft schreibe ich dem Klienten das auch noch auf, sodass der Klient sich für die nächste Zeit das auch immer wieder positiv programmiert. Ich bin befreit von meiner Angst vor Liebe und ab jetzt kann ich wieder glücklich sein, mich hingeben. Und das ist auch sehr wichtig. Das machen wir nicht nur, was Programmierung und Blockaden angeht, das machen wir im Generellen bei der Rückführung. Den Klienten auch sehen zu lassen, was kann ich denn jetzt wieder, wo ich mich befreit habe. Und das ist halt ein super schöner, positiver Gegensatz zu dem, was auch sehr wichtig ist. Denn nur dieses Negative bringt keine Heilung. Wir müssen ja auch sehen, oder der Mensch, die Seele muss sehen, was habe ich davon, was bringt es mir. Ja. Schön, mit aller Herausforderung und Transformation, die notwendig ist. Schön. Ja. Vielen Dank. Ich habe jetzt den Link unten geschrieben, also Jenny ist in Berlin. Apropos, ich bin am Samstag in Berlin bei der Messe, werden wir da aufnehmen. Der Piotr Kunowitz, Wirbelsäuleausrichtung. Und vielleicht hast du auch Lust. Also,
Da, der Link, was ich jetzt geschrieben habe, das ist der Link von Jenny, da könnt ihr euch an sie wenden und ich denke, du machst das auch aus der Ferne, manchmal ist es aus der Nähe notwendig. Und da ist auch die ganze Playlist von all ihren Videos. Ne? Deswegen, der Programmierer ist jetzt auch da im Chat. Das heißt auch, dass du das da auf deiner Webseite schon die Playlist auch reinmachen kannst. Ne? Alles Vielleicht klar. Kannst du dich mit Dario verbinden und oder ich kann dir helfen, das auch zu machen. Ja, schön, dass du in dieser Klarheit, mit dieser Kraft, mit diesem Stolz, du hast viele Fans hier jetzt im Chat, uns deine Weisheit schenkst, denn das ist das Höchste für mich. Und ja, bin sehr dankbar für deine Offenheit, für deine Klarheit. Ne? Dankeschön, Dankeschön. Ich fühle mich sehr geehrt, da werde ich ja fast rot, aber ich mache das wirklich gerne und ich bin ein neugieriger und mutiger Mensch und ich möchte, dass wir wieder alle mutig sind. Denn nur das macht uns irgendwie aus. Nur das macht uns auch zu etwas Göttlichem, mutig zu sein und nicht den Kopf in den Sand zu stecken. Und mutig. Und vor allem lächeln. Ja, und mutig entblockiert am meisten. Ne? Chaka. Chaka. Okay, vielen Dank. Ne? Dankeschön. Alles klar, ich bedanke mich. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Gerne. Und wir sind auch jeden Mittwoch als Gruppe von allen Referenten. Ach, also ja, genau. Unser Mut zeigen wir einfach. Für mich ist einfach nach außen zu gehen, die eigene Erfahrung. Für mich ist das die Form von Mut, die, was wir anbieten und was wir an alle anderen Leute anbieten. Nächste Mittwoch wird eine neue Referentin sein. Und ab März wird auch Professor Vogt auch mit Referent sein an die Donnerstagabende. Und freue mich, dass es einfach auch wächst. Dankeschön. Alles klar, tschüss. Tschüss. Ja, heute geht es, nächste Woche schon 19 Uhr weiter. Heute geht es um 20.30 Uhr weiter mit Andrea Hartmann, die Seherin und Kristallspezialistin. Inzwischen läuft immer, ich kann euch jetzt die Sendung über Politik, Mama und Papa rechts und links, kann ich euch in der Wiederholung zeigen, die das noch nicht gesehen haben. Ne? Okay, ciao, bis später.